Ihr Lieben, verdammt, ich habe was rausgefunden. Wenn ich die Bombe werfe, kann ich die auch so explodieren lassen. Ah, ja, das verändert alles. Leute, wir sind auf dem Weg, Adiras Turm zu erklimmen, nachdem wir alle drei Artefakte zurückgebracht haben. Aber der Weg ist hoch. Weit. Denn es ist hoch. Der so Weg rum. Ist hoch und weit. Kannst du mal gucken nach oben? Mal kurz, Nee. Ah, schwer. Am Ende der letzten Folge haben wir es kurz irgendwie gesehen. Nein. Boah, es ist laut, dieser Regen, ne? Mal gucken, dass wir das halbwegs ein bisschen leiser ziehen, damit es irgendwie verneigt. Bei mir geht's, aber ich habe mein Headset halt nicht so laut. Nee, ich habe es noch vom letzten Mal, in der Relation ist es relativ laut. Das ist ja egal. Leute, ich habe mir noch ein Käffchen geholt. Oh Gott. Oh, sind wir schon oben? Ja. Oh. Ich dachte, das wird jetzt voll der lange Aufstieg. Dann wäre das ja klimatisch eine Katastrophe. Das war perfekt. Okay. Ich finde die Cutscene am Ende war doch super. Ja. Wow. Am Anfang eine Cutscene. Am Ende eine Cutscene, am Anfang eine Cutscene. Hallo, Adira. Shit. Wir hätten ihr ihren Hammer nicht zurückbringen sollen, Jenny. Nee. Und also Ende der letzten Folge habe ich noch auf einen Unentschieden spekuliert, aber ich glaube, die hat die Fresse. Und die sah auch, sah jetzt auch bei ihr eher gewollt aus. Der andere wurde ja so aufgefressen von diesem Zeug und sie ist, glaube ich, hart verdorben. Ich bin gegen was gelaufen, okay, so Schaden gemacht. Sand. Hier. Kannst du irgendwie mit Schabernack treiben? Ja, weil wenn sie halt. Die darf. Ah. Jetzt auf den, aufs Herz wahrscheinlich schießen. Ja. Aber ich habe irgendeine Druckwelle abgekriegt. Nee. Kein Damage gemacht, ne? Vielleicht ist sie jetzt. Okay, warte mal. Vielleicht ist sie jetzt verletzlich. Okay, Analyse Kampf erstmal. Also man muss auf jeden Fall das machen. Das ist schon mal gut. Und dann wollte ich springen, aber das ging nicht, weil sie mich umgehauen hat. Kriegt sie jetzt Schaden? Nee, kriegt sie nicht. Kriegt sie nicht nochmal aufs Herz oder so? Okay. Ja, das ist einfach ein bisschen probieren. Ja, ich weiß, dass du rumwerfen musst, aber... Ups. Na dann ist halt... Jetzt noch eine Bombe werfen vielleicht? Normaler Schuss mal drauf? Normaler Schuss habe ich immer schon drauf gemacht. Hä? Ja, jetzt nicht gleich ausrasten. Ich habe eben. Hallo, die Bombe ich raste doch nicht aus. Getroffen. Ich bin doch ganz gechillt. Ich bin doch einfach nur neugierig. Also, sie ist mit dem Ding verbunden. Ja. Wir haben mehr, so kriegen wir, glaube ich, keinen Damage aus. So. Bombe habe ich noch nicht ready. Nee. Das hat keinen Schaden gemacht. Kann sie weniger Fähigkeiten dann? Muss ich sie mal. Ich komme sie mal kurz. Weil eigentlich. Jetzt, wo ich weiß, dass. Ah, sie ist komplett immun. Okay, so wenn das Ding zu ist. Ich habe noch keine Bombe ready. Du meinst, dass man. Aber hat mir nicht. Attacked, als das Ding offen war und dann aber auch den Damage gemacht hat, oder? Also, aber ich die kann Bildsprache ja sagt, dass sie jetzt immer noch immun ist, weil sie dieses Flackrige um sich hat, ne? Ne. Stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem muss man mit dem Ding offensichtlich irgendwas. Ist das eine Spielerei mit dem Ding auf jeden Fall? Müssen wir herausfinden, was. Kann man jetzt hier irgendwas anderes? Nee, hier ist auch innen nichts. Oh, sorry, ich habe nicht auf sie geguckt gerade mal. Ja, ist gut. Haben wir noch irgendwas im Raum? Nee, ne? Ich bin gleich tot, wenn ich noch einmal getroffen werde. Ich kriege irgendwie so leichte Lich King Vibes. Für ihr. Vielleicht kann man.
Ich muss einfach mehr Damage auf das Herz kriegen. Ich wollte gucken, ob man das blocken kann. Offensichtlich kann man das nicht blocken, wenn man so wenig Leben hat. Muss ich ganz oft auf das Herz schießen? Versuch mal, ich, ja, wäre jetzt meine... Das kann doch nicht sein, dass ich jedes Mal das Ding hochklettern muss, oder? Nee, okay. Ja. Ich hab diesen Effekt hier, wenn so gerne diesen Lichteffekt nie gegangen. Hä? Ich mach das aus Spaß. Ach so, es triggert, wenn ich da... Ja, ich hab mich gewundert, warum es nicht triggert. Okay, du musst es einfach noch einen Schritt gehen. Ja, ja, ich hab... Das ist so geil. So. Das ist das Einzige, was mir dazu einfällt, ist mal... Aber mit was? Mit meinem... Ich glaube, mit einfach mal mehr Damage vielleicht zu machen, einfach jetzt. Oder? Also da passiert ja was. Aber also ich hab... So viel Pfeile wie geht vielleicht einfach mal. Also da ist doch... Ja! Drei. Okay, drei Pfeile. Und jetzt hat sie kein Schiff. Jetzt ist sie... Ja, so machen wir Damage. Ui, so machen wir guten Damage. Jetzt sie sich? Jetzt. Frage ist, reaktiviert sie es? Ui. Ja. Okay. Oh, ah, fuck, sie hat Freunde zur Party eingeladen. Eins, zwei. Drei. Haben ja was vorher, ne? Was cool ist. Warst du mal einen Schritt weiter, fand ich schon. Oh, da war da. Ja, das waren nur zwei Schüsse. Der eine ist jetzt zu nehmen. Nice. Ja. Ah ja, zweite Phase oder so. Okay, ja. Weil der Hammer noch nicht genug war, oder was? Okay, aber jetzt ist die Mechanik wow. Quasi raus. Jetzt. Alles klar. Ist das gelb, ja, ne? Ja. Was? Yes, ich habe perfekt gedutscht. Stark. Ich sehe, glaube ich, mal an dies. Oh. Ja! Ah, der Respawn ist wieder da, oder? Lustig. Boah, die ist schwieriger zu treffen mit der Bombe, ne? Ja. Dass er relativ mobil wird jetzt. Okay, okay, was ist? Man sieht nicht so richtig, wann sie angreift, finde ich, aber. Ja, sie ist halt super fix dann, ne? Wenn sie kommt, dann jumpt sie oder ja, sie charged. Ne? Ich habe ihn ja wohl gebombt. Ich glaube, die sind ja auch eher Futter für dich, dass du dir Rot Energie holen kannst, aber die. Ja, das habe ich nebenbei. Können ja eigentlich nicht wirklich was tun. Habe ich sie getroffen damit? Weiß es nicht, aber du hast sie zumindest nicht getriggert. Haben wir noch eine? Nee. Ich habe mich gerade umgeguckt, haben wir nicht. Gut, aber okay, alles klar. Also erste Phase. Das Ding da. Passt. Einfach immer drei Pfeile. Und danach wird sie halt ultra beweglich. Ich fürchte fast, dass es da nicht so einfach ist mit der Bombe, ne. Dass da so sie zu schnell ist. Weil halt diese Combo aus. Genau, aber die Gegner muss man eigentlich nicht besiegen, weil die macht sie immer mit den Wellen auch tot. Ja, aber hast du nicht gerade gesagt, du hättest einen Weg gefunden, wie man die Bombe zündet, ohne dass du drauf schießt? Ja, mit. Aber ich muss nah ran und das ist die Frage, okay. Ob ich das bei einem Boss möchte. Ja, okay. Weil hier funktioniert es nicht. Doch, das funktioniert auch. Oh, ich weiß, die Frage, ob es für die dicke Bombe auch, die Stasis-Bombe auch funktioniert. Ja, hab ich. Okay, cool.
Das habe ich beim ersten Mal auch nicht gesehen, dass sie da... Achso, ich bin so blöd. Das habe ich irgendwie vergessen. Ich habe das aber auch irgendwie gar nicht registriert. Manchmal ist man schon so im... Man skippt dann einfach so einen Schritt, ne? Das Autopilot ist. Ja, und ich hasse, dass sie das macht, ey. Das ist, weil das dieselben Knöpfe sind. Ich darf das nicht im falschen Moment drücken. Verstehe. Ach ja, wie war das mit der Tastenbelegung mit dem Controller? Ist halt witzig, weil ich gerade ein anderes Spiel spiele, was ja auch quasi nur zwei Tasten, also was... Ja. Schnell. Sehr gut. Wo ich jetzt Probleme habe. Oh, ich bin quasi tot. Jetzt ganz kaum, wir haben es gerade gemacht. Da sind auch mal ein Rothammer dann auszupacken. Wenn sie da eh schon so. Ja, oder halt die harten Attacks. Wenn sie da eh schon so. Aber dann kriegt man auch nur einen durch und ich habe das Gefühl, dass drei Kleiner so viel machen wie ein großer. Ja. Nee, aber keine Ahnung, das ist ja nur eine Idee, weil sie sich ja gar nicht wert in der Situation auch. Ah, guck mal, ich hatte schon geschossen, hast du gesehen. Und dann ist der im Nachhinein geflogen. Es nervt so hart, dass halt diese Dinger da immer sich bewegen. Nein, ja. Komm, Deutschland. Mach ich auch gerade. Das muss mal kurz meine Hände dehnen. Und dann greift mich halt auch immer kein. Das hasse ich, ne? Wenn man sterben will, dann man nicht passiert sterben einfach kann, gar nichts. Ganz kurze Handmassage ist wichtig. Sich mal durchlockern. Ist aber fetzig, muss ich sagen. Kommt mein Lieblingseffekt. Und dann dieser eine in dein Face, finde ich jetzt so geil. Ich weiß auch immer noch nicht, ob ich das mag, dass das eigentlich ist. Das Spiel fühlt sich ein bisschen an wie nur Bosskämpfe. Und irgendwie habe ich was anderes erwartet. Es sind relativ viele Bosskämpfe. Also auch Zwischenbosse und so, ne? Und irgendwie dachte ich erst ein bisschen mehr so erkunden, ein bisschen mehr Zelda-mäßig, Tatsache. Nee, das ist schon relativ straightforward, ne? Das waren jetzt die schweren Attacks. Ja, es war mehr Damage, würde ich mal sagen. Beobachte, ich habe letztes Mal, dass du bei dem nach zweimal so viel Damage wie jetzt noch einmal. Bin ich ganz sicher. Ja, ich habe keine Ahnung. Ah, sie ist trotzdem getriggert, das kann ich mir merken. Die Kamera will halt immer zu ihr, siehst du das? Dabei ist ja, sie nicht mal anvisiert. Anhänglich. Nein, noch, jawohl. Na, schade, tatsächlich. Ja, aber das Gefühl war es mehr Damage. Müsste man jetzt den Videovergleich machen. Ja, schlau. Das habe ich eben schon zweimal gemacht. Du hast es quasi vorbereitet, oder? Mhm. Ah, ja. Jetzt geht's kaputt. Ah, jetzt geht's in die Masche. Jetzt würde ich sagen, es sind es 75%, ne? Kommt dann die Aktion. Oh ne, nicht getroffen. Wie du gesagt hast, Bombe ist da echt schwierig. Ich glaube, die ist bewusst so designt, weil es halt der Boss vorher quasi die Bombe geradezu haben will. Und sie so schnell Moves sind. Aber alles andere macht doch keinen Damage. Ja, aber Pfeil, ich wollte sagen, also Pfeil ist immer von allen Sachen, die du machst, ganz am wenigsten. Das ist zwar schön weit weg, aber. Aber ich würde sagen, erstmal gucken wir halt, wie weit man so kann. Ich hab's nicht gesehen. Das ist auch schwer gegen das Feuer, ne? Gegen das Licht. Das sind eher eine Leute.
Dadurch, dass hier eh alles brennt, ist auch schwieriger zu sehen, wo die Weakspots bei ihr genau sind. Ja, ich glaube, es geht auch ohne Weakspots. Ja, wenn sie hier angegriffen hat. Okay, sie... Bei ihr ist Fokussieren vielleicht gerade... Ah, kommt man aber wieder nicht in den richtigen Winkel. Aber Hälfte. Ach, fuck, sie macht's mit dem Maus. Hui, dreimal. Ja, ich war na. Ist das das Problem, wenn du fokust? Also es hat ja Vorteile im Kampf, also aber auch Nachteile. Man kommt halt nicht mehr, wenn man in der Ecke zwischen ihr und dem Gegner steht, dreht sich die Kamera nicht mehr und dann kann ich auch nicht ausweichen, weil da kein Platz ist. War noch Auto viel, ne? Ja. Aber über die Hälfte. Ja, ich habe auch einfach jetzt auf alles geschissen und nur drauf gehauen, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, es ist doch eigentlich oft ein guter Weg. Ja. Ach nee, es geht nicht. Wir müssen, erinnere mich mal gleich, dass ich die Heavy Attacks noch skille. Ja. Ich sage, du haust sie jetzt weg. Ja, das ist nicht das, was ich wollte. Die Reaction Club. Dass sie das immer macht, ne? Ja, das sieht auch ein bisschen lustig aus, wenn ich das sage. Ja, weil das dieselbe fucking Taste ist. Schön, ja, da haut rein, haut rein. Badabum, badabum, badabum. Da auch mal ein Rothammer oder was meinst du nicht so? Das Problem ist, dass der Rothammer ja ganz lange zum Aufladen braucht. Ja, ich stelle nur die Frage. Und ich ihn auch ganz oft nicht hinkriege und dann sie sich andersrum dreht und dann mache ich wieder gar keinen Schaden. Und ich weiß nicht, ich kann ihn irgendwie nicht leiden. Ausweichen und angreifen gleichzeitig, das kann man nämlich gar nicht. Man kann es mal versuchen. Ui, der macht auf jeden Fall was. Ja, aber mach nicht drei von den schweren auch. Das müsste man sich jetzt tatsächlich dann zwischendurch mal angucken. Müssen wir jetzt einmal im Video zurückspulen und gucken. Aha. Das kann man nicht. Ist auch immer so ein bisschen unpräzise, dadurch, dass es keine Prozente hier hat. Oh fuck. Wieso mache ich das eigentlich nicht so? Ich weiß doch, dass es auch so geht. Ah ja, es ist kaputt gegangen. Und springen. So, jetzt versuche ich sie mal nicht zu visieren. Dann ist das Ausweichen aber auch wieder schwieriger. Haha. Schön. Jetzt machst du wieder den. Da kann man auch nichts. Nee, es geht ja direkt von ihr, ne? Ja. Jetzt überlegt, ob man ganz nah an sie rankäme, aber. Oh fuck. Sie so aus dem Nichts. Haha. Nice. Halbzeit. Ja, und dann ist wieder... Ach, das kann man nicht blocken, okay. Das habe ich eben auch schon festgestellt, glaube ich. Aber ich habe noch nicht erkannt, wann sie das macht. Was? Nein. Blockbare. Das ist ein bisschen das Laserschwert, was dann immer kommt. Wir haben leider keinen hier mehr. Ja, so weit wie geht. Ich glaube, du bist wieder ein Ticken weiter als vorher. Ein bisschen experimentieren einfach jetzt mit den Blocks. Ich darf mich halt nicht von den
Laser. Ja gut, aber den hast du. Das ist kein, das raus, ist, den Laser. Ist kein Laser. So. Das ist für mich so ein Lichtschwert, was die halt werfen. Für mich. Ah, sie trifft aber immer so ein bisschen durchs Schild. Ja, ich glaube, dieses Treffen durch ein Schild hängt davon, von deiner Energie aus. Ja, jetzt bin ich quasi tot. Ja, mach nicht. Aber weil ich kann sie jetzt nicht mehr blocken, weil sie macht immer... Wonder? Vielleicht ist ihr Dings kaputt. Er wird ganz verfallen. Oh. Oh, ich dachte, du bist tot. Hey, sie war eben immun. Schön. Boah. Wie viel braucht Jenny gar nicht so viel Leben? Ah. Ah. Okay. Die war kurz in Stasis, oder? Ja. Schade. Oh, hätte den Superpfeil, den könnte ich mir auch vorstellen bei solchen Szenen. Stimmt. In den Cutscene-Pfeil. Nein! Scheiße. Hat Damage gemacht! Gilt! Gilt! Jetzt habe ich aber nichts mehr. Jetzt ist sie blank. Ah! Ich bin ausgewichen! Ah, oh, heftig. Oh, ist das anstrengend. Können wir eine Pause machen? Ja, also kannst du einfach jetzt cutten. Ja, wir okay. Cutten zueinander. Bis gleich. Und es geht weiter, liebe Leute. Jenny hat sich nochmal gelockert, kurz entspannt. Zurück zur verdorbenen Holzschmieden. Zwischendurch habe ich 10 Minuten mal gespielt. Natürlich mega. Mega gefailt, weil ich einfach mal wissen wollte, wie es sich überhaupt anfühlt. Aber jetzt überlassen wir es dem Puppen. Rothammer! Boah, da nochmal 3 Hitze, ne? Überlegt, was hier noch geht. Nämlich doch jetzt eher die schnellen Kleinen. Man macht eine Menge Damage, ne? Bei dem Hit habe ich immer Angst, dass der hier geht, aber er geht ja eigentlich auch. Oh, sehr gut. Uiuiui. Sehr gut. Strong. Ah, ne. Oh. Oh. Gut. Antizipiert. Und jetzt 3er. Der ist aber gar nicht. Na, der Scheiße, der Fucker hat mich getroffen. Ja, musst du gar nicht kommentieren. Ich muss dich komplett in das sinken. Der erste war, ist angebracht gewesen. Das war gemein, hast du gesehen? Der ist ja, galt nicht mehr. Ich weiß. Vielleicht der nächste Jump. So. Jetzt aber. 1, 2, 3! Ja, ich musste ausweichen. Aber ich habe den dritten auch wieder geschossen. Ja. Scheiße, auf mal erstmal jetzt die Phase. Jetzt vielleicht nur einen Ticken früher weg, sonst kriege ich die Sprunganimation. Boah, 50 runter schon. Der Höllenschlumpf ist auf jeden Fall eröffnet. Alter, schon unter 50. Das heißt, muss echt dreimal hier den Kessel anheizen. Das war. Manchmal ist es. Günstig, ja. Okay. Ah, jetzt macht sie dies. Jetzt hat sie es selber in die Hand genommen. Okay. Okay. Ich meine, wenn sie so langsam kommt. Schön. Rotti! Ja, das macht halt ein bisschen mehr Damage als der Rest. Naja, also gerade die Pfeile sind ja irgendwie das Schwächste, was wir im Köcher haben. Ja, ich weiß, man könnte ja auch Nahkampf machen, aber. Schön. Man kann es halt auch lassen. Ja, so ein Hit hier mal zwischendurch.
Und das macht Damage, wenn man rechtzeitig nicht rechtzeitig weg ist. Aber das sieht sehr gut aus. Das ist ein sehr schöner, stabiler Stein. Ja, wir waren ja schon. Verdammt nah. Oh nein! Oh, nur ein Hit, du hast leider noch. Nee, ich habe aber nicht genug. Das Rob, du hast healed. Easy, mach einfach weiter. Jetzt mal hast du gar kein Leben an der Stelle. Schön. Ja, ist schön. Oder hätten wir sogar nochmal. Ja. Ja, wollte ich ja. Ja, entweder direkt oder gar nicht, glaube ich. Stark trotzdem. Schön, da kommt. Yeah, you can do it here. Ich sehe leider nichts. Die Viecher haben mich. Ganz unten, ich muss gar nicht. Ah, leider getroffen. So, das ist einer rechts. Und sie trauen sich für den Rotterdam über die Konteranimation! Boah. Es ist ein Nailbiter. Mann, das war so krass. 4% würde ich sagen sind es. 4%. Oh, aber so geht das in etwa. Es geht genau so mit 4% mehr. Ich glaube, kurze... Ich hatte wieder einmal Pech, dass ich da zweimal in der Zeitlupe... Hat mich jemand halt getroffen von den Ads. Ja, was ich glaube... Zwei Situationen, wo ich es noch sehe. Den Rothammer einsetzt in der zweiten... Nehmen wir nach 50% des Phase 2, ne? In der zweiten Phase, ich glaube... Ich meine, ich sehe dann Minister. Ich glaube, da kann man nochmal hin... Also wenn sie nah dran ist, nochmal hinten schlagen und weg. Und ja, ich habe das halt jetzt genutzt, um mich zu heilen. Ja. Aber ich glaube, da gibt was nach dem Rothammer, kann man auch so ein kleines Follow-up machen. Schön. Ja, die erste Phase ist viel schwieriger, finde ich. Ich krieg da irgendwie immer aufs Maul. In der zweiten Phase ist überhaupt kein Problem mehr. Du musst mehr. Übrigens wirklich nicht dazu berufen, für irgendwas zu sagen. Nee, wenn du möchtest. Nicht, aber es passiert manchmal von mir. Ich will nur nicht, dass du das Gefühl hast, das sagen zu müssen. Das ist crazy. Das darf man, warte mal. Das lasse ich gleich mich nochmal sterben. Ja, weil es ist unnötig, das macht auch echt viel Damage. Ja, klar. Hat's. Ja, das hat mich nicht getroffen, interessanterweise. Das auch nicht. Haben wir hier einen Exploit in? Nee. Ich dachte, du hast hier den unbesiegbaren Spot gefunden. Aber interessanterweise macht sie überhaupt keinen Damage gerade, ne? Beim ersten Mal sind wir so viel abgezogen und danach dreimal nichts. Ach ja, ich find's halt witzig, dass wenn man, glaube ich, alle Aufnahmen zusammenzählt, könnte ich so einen Supercut machen aus Fails. Dinge, die im Spiel passieren, ja, die eigentlich nicht passieren dürften. Das ist nicht perfekt. Das ist ja wohl klar, aber so. Aber es ist witzig. Echt schwer, sowas auf 100% läuft zu vorsichtig. So, jetzt hier gemütlich. Stark. Stark. Nämlich nicht getroffen. Ran an die Socke. Uiuiui, wird's aber auf. Eisenbahn. Oh, jetzt springt sie noch ganz hinten, ey. Das ist nicht leider. Ja, der macht ja aber auch kein Damage. Also, selbst wenn. Also, der ist, glaube ich, einfach nicht als ein Damage-Shift, selbst wenn du im Weg stündest. Glaube ich. Was? Wenn sie den wieder anfackelt, den Kessel hier. Das ist eine dumme. Achtung! Ja, ich weiß. Oh, ich dachte, ich bin ausgewichen. Der Volk muss gar nicht erst schießen, ne? Nee, mach ich auch nicht. Das war eine dumme Pussy, weil die anderen. Oh fuck, beiden standen im Weg. Passt. Bitter. Ich hänge auch. Kann ja nichts machen, hast du gesehen? Egal. Ungültig. Die Figur hing, ist einfach liegen geblieben. Alles gut. Ungültiger Try. Aber es sah geil aus, weil ich glaube, ich steckte mit dem Körper in der Wand. Maybe. Das ist am schwierigsten, weil manchmal hast du Pech, weil die genau da stehen, wo du schießen musst halt, ne? Auf dieses Ding. Also die anderen Ads. Man kann die wahrscheinlich auch töten, aber das ist gut. Die sterben halt eh mit diesem Explosionsding, von daher. Ja, egal. Strong. Ah, du bist so weit weg. Nochmal drei. Man kriegt echt drei rein, krass.
Also hier steht es jetzt immer günstig. Boah, da bist du aber das. Ich weiß nicht, ob du mir da nicht zu viel Risiko gehst. Nur um noch so ein Pfeilchen reinzukriegen. Je mehr, desto besser. Naja, aber. Ich finde die erste Phase. Egal, egal, wir müssen nicht diskutieren. Wir müssen nicht diskutieren. Machen wir einen Anboss, gell? Schon reingerottet. Geil. Hättest du aber einen Schritt nach links, nach rechts machen können, finde ich. Aber nein, Madame muss sich ja teleportieren für den Meter. Oh. Ah, ich dachte, ich bin noch gedodged. Kurz durchatmen. Wollte ich sagen, man kann so eine Cutscene auch einfach mal nutzen. Ja, da hab ich auch gerade gedacht so. Warum nicht? Why not? So. Ach. Schade. Du musst zweimal Rot, zweimal hier. Schön. Ja, ja, ja. Oh, okay, es heißt, ja, ja. Oh, oh. Ja, das ist. Sehe das, okay, sollte man vielleicht nicht. Okay. Was sie? Nein! Dass die das auch immer. Ey, das ist das Schlimmste an dem Game, ey. Diskutieren wir danach. Oh nein, das war gemein. Ist gut. Hat die Smarts es nicht gemacht danach. Sag nochmal. Ja. Oh! Ich hab gar kein Leben. Das ist hier schon mehr Leben als letztes Mal. Auf dem Niveau hier. Boah, das ist diesen fies. Ich hab den nicht mal kommen sehen, dass der so weit springt. Ja, das ist ja das Problem, die springen mega weit. Sind langsam, aber wenn sie Zahnfahrt aufnehmen, dann richtig stark. Ja. Bin gleich noch mit erlegt. Pass auf den Kleinen auf. Na! Ja. Aber ich durfte nicht so früh, weil sie macht mehr Schaden. Ja, ja. Da muss man die vielleicht echt noch zwischendurch aber abfüllen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Das ist ein Rothammer mit Follower. Oder 20 Pfeile. Ja, ich weiß. Ich habe keine Energie von okay, schlechter Moment für Gag. Okay, angekommen. Falsches Publikum. Oh, fuck. Was Rot. Und Rothammer. Yes! Ja! Ja! Oh Gott! Stirb! Oh, bitte! Eieieiei! Oh! Boah, Gott, stark! Mein Herz klopft so krass! Eieiei! Okay. Oh Gott. Lehnen wir uns zurück für eine Sequenz. Oh. Also wenn wir jetzt nicht mit 10 Minuten Zwischensequenz belohnt werden, dann... Weiß ich auch nicht mehr, ja. Let's go.
The ancient people who settled here were drawn to the mountain shrine. But they didn't fully understand its potential. Hana and I found a way to focus the scattered energy of the mountain. I thought it would last for generations. But the village heart started to fade. This was just the beginning of our problems. Something was wrong. The crops failed and poison covered the land. Hana left to search for food and supplies to save our village. I watched her go that morning, knowing I would never leave our home without her. Weeks turned to months, and she did not return. We tried everything to help restore balance, but nothing worked. I knew our home was lost, but I couldn't leave Hana behind. I had to help her find her way back. So, I started to build. The tower, huh? Yeah! Paul! Somehow I felt leaving would make me forget her. The life we shared would slip away. That fear blinded me, and I tore apart everything we created. I've lost someone too, and the thought of forgetting them scares me. But I've met Hana, and I know your love is strong. Even after all these years, what you built together is still a part of the land. Your bond will never be broken. Let's
Und in der nächsten Folge, liebe Leute, kehren wir zum Maskenschrein zurück und ehren Adira. Wir haben es geschafft. Yes. Ach, sehr gut. Bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Macht's gut. Bye, bye.